Hallo, das ist gut, danke, super. Meine Damen und Herren, vielen Dank erstmal für die Einladung. Die Initiative ging, glaube ich, von Steffi Lemke aus ursprünglich, was mich sehr gefreut hat. Ich bin nur als Journalist und Beobachter hier über Details in dieser Debatte, die mir persönlich sehr am Herzen liegen, wie etwa die Entkriminalisierung des Paragraphen 106 durch Einführung einer Bagatellgrenze, werden Sie ja sicherlich in diesen nächsten zwei Tagen ausgiebig diskutieren. Worüber ich gerne sprechen würde mit Ihnen, ist eine Beobachtung der letzten Jahre, inzwischen kann man sagen Jahre, nämlich wie hitzig und wie geradezu verbittert der Streit um das Urheberrecht ausgetragen wird und wie oft es dabei aber gar nicht um das Urheberrecht geht, sondern um viel Grundlegenderes, um ein grundsätzliches Unbehagen gegenüber dem Netz und um die Frage nach etwas noch Tieferem, nämlich nach Identität. Fragen wie, wer bin ich als Schriftsteller, wenn sich jetzt jeder als Autor oder als Autorin bezeichnen kann oder publizieren kann, wer sind wir als Verleger, wer sind wir als Journalisten, wenn beispielsweise soziale Netzwerke fast beiläufig, wie etwa in den ersten Fukushima-Nächten im letzten Jahr oder in der Anfangsphase der arabischen Revolutionen, genuin journalistische Funktionen übernehmen und damit brillieren. Auch in den meisten meiner Diskussionen mit Befürwortern des Leistungsschutzrechts innerhalb der Medienbranche geht es erstaunlich selten um das Urheberrecht und die angebliche Schutzlücke darin. Und stattdessen höre ich regelmäßig Sätze wie, ja, ja, kann ja durchaus sein, dass unser Leistungsschutzrecht finanziell überhaupt nichts bringen wird oder sogar einen Image-Schaden gegenüber bestimmten Lesern verursacht, aber man muss doch jetzt mal ein Zeichen setzen. Ein Zeichen wofür? Dafür, so die stereotype Antwort, dafür, dass wir uns nicht mehr länger von Google herumschubsen lassen und dass auch wir als sonst ja hart konkurrierende Medienunternehmen durchaus auch geschlossen und einig agieren können, wenn es darauf ankommt. Das Leistungsschutzrecht war eine Machtprobe für den Springer Verlag und Springer hat gewonnen. Der Schaden ist vielfältig. Zum Beispiel wird kaum noch eine Debatte über die wirklich drängenden Fragen zum Urheberrecht möglich sein, bevor nicht die vielen offenen Fragen zu diesem neuen Leistungsschutzrecht beantwortet sind. Und verstehen Sie mich bitte nicht falsch, als jemand, der viele Jahre lang vom Silicon Valley aus und nun seit über 4 Jahren als Chefredakteur von Zeit Online das Gebaren amerikanischer Unternehmen wie Google, Apple, Facebook und Amazon aus nächster Nähe und oft im persönlichen Kontakt beobachten konnte, kann ich den Impuls der Verlage und der Menschen, die dort arbeiten und die auch einen Traum haben und hart arbeiten und glauben, etwas Wertvolles zu tun, kann ich diesen Impuls, einmal ihre geschlossene Macht zu demonstrieren, auf der menschlichen Ebene gut verstehen. Der Impuls war nur fehlgeleitet, wenn nicht sogar missbraucht. Die Kampagne hat kostbare Energien gebunden. Das Leistungsschutzrecht lässt die Bundesregierung entweder als seltsam netzfremd oder als sehr zynisch erscheinen. Und es stehen nun weitere monatelange Machtproben zwischen Google und den Verlagen bevor. Die Verlage haben lediglich bewiesen, dass sie immer noch Macht ausüben können und das auch über eine Bundesregierung. Geld werden sie von Google höchstwahrscheinlich keines bekommen. Google kann damit drohen, den Verlagen keinen Traffic mehr zuzuführen und das könnte für einige Häuser durchaus fatale Folgen haben. Zeit Online erzielt, ich habe mir die Zahlen heute Morgen noch einmal geben lassen, derzeit etwa 15% seiner Reichweite über Suchmaschinen. Gegen das Anliegen der Verlage und auch vieler Redakteure, die Zeitungskrise nicht einfach nur passiv zu erleiden, sondern sich einem der großen Gewinner des Netzzeitalters einmal geeint entgegenzustellen, dagegen ist erst einmal nichts einzuwenden. Es ist, wie gesagt, ein sehr menschlicher Impuls. Es hätte aber sehr geholfen, diese Motive und durchaus auch die eigene Verunsicherung durch den digitalen Wandel offenzulegen und zu thematisieren, statt die Debatte ums Leistungsschutzrecht auch noch damit zu überfrachten, dass die Zukunft der Demokratie von der Zukunft der Zeitungsverlage abhänge. Sie tut es nicht. Und wo wir schon von fehlender Offenheit sprechen, lassen Sie mich noch 2, 3 andere Aspekte der Urheberrechtsdebatte ansprechen, die meiner Meinung nach ebenfalls von mehr Transparenz sehr profitieren würden. Erstens, keine der im Bundestag vertretenen Parteien, auch nicht die Grünen, wird es wagen, noch vor der Bundestagswahl im nächsten Jahr das Urheberrecht oder gar die Netzpolitik zu einem wirklich zentralen Thema zu machen. Alle Parteien spüren die taktische Notwendigkeit, sich zumindest in ihrer Peripherie mit dem Thema zu beschäftigen, natürlich auch, nicht nur, aber auch um den Piraten nicht komplett das Feld zu überlassen. Aber in diesem Spannungsfeld zwischen sich nicht damit beschäftigen wollen und sich aber ein bisschen damit und dann vor allem öffentlich damit beschäftigen müssen, wird die Urheberrechtsdebatte noch mindestens ein weiteres Jahr, also bis nach der nächsten Bundestagswahl, halbgar vor sich hinköcheln.
Zweitens, fast jeder Teilnehmer der Urheberrechtsdebatte ist Partei oder hat nicht deklarierte Eigeninteressen. Vor allem wir Journalisten haben uns bisher nicht wirklich mit Ruhm bekleckert, wenn es darum ging, persönliche Interessen in unserer redaktionellen Arbeit offenzulegen. Statt ehrlich zu sagen, wir haben Angst um unsere Jobs, wir haben Angst um unsere gesellschaftliche Relevanz, Identität, unsere berufliche Zukunft, haben viele von uns die Urheberrechtsdebatte zu einer Debatte über die Zukunft der gesamten Demokratie oder gar der Kultur des Abendlandes hochstilisiert. Begleiterscheinung dieser fehlenden Offenlegung persönlicher, geschäftlicher Interessen und Ängste ist auch, dass Zeitungsredaktionen in Deutschland das Internet viele Jahre lang tendenziell als ein eher bedrohliches Phänomen dargestellt haben, als etwas, das Kriminalität befördert, den Niedergang kultureller Werte und des gesellschaftlichen Zusammenhaltes beschleunigt. Und es sind dabei ganze Mythologien entstanden, wie etwa die, dass ein besonnener, ein wirklich nachhaltiger intellektueller Diskurs eben doch eher auf Papier als im Netz stattfinden könne. Prototypisch war beispielsweise auch ein Zeitungskommentar jetzt am Tag nach der Kabinettsentscheidung zum Leistungsschutzrecht, in dem zu lesen stand, dies sei ein guter Tag für die Freiheit gewesen, das Gesetz setze ein Zeichen gegen die Gratiskultur im Netz, um dann sogar zuzugeben, dass man noch gar nicht wissen könne, dass diese Regelung etwas bringe und dass sie aber zumindest ein Zeichen setze, ein Symbolgesetz also. Aber auch als Online-Redakteur bin ich es Ihnen schuldig, offenzulegen, dass ich in der Debatte ums Urheberrecht und vor allem das Leistungsschutzrecht genauso befangen bin. Ein Beispiel, um das zu illustrieren. Zeit Online, wo ich nun seit ungefähr 4,5 Jahren Chefredakteur bin, Zeit Online hat das Ziel, nicht um jeden Preis Deutschlands reichweitenstärkste Nachrichtenzeit, aber die anspruchsvollste, die beste Nachrichtenzeit zu werden und genau damit auch profitabel zu werden. Also zu zeigen, dass man im Netz nicht nur mit Boulevard- und klickträchtigen Inhalten, sondern gerade mit Qualität und guter User-Interaktion Gewinne erwirtschaften kann. Noch sind wir aber nicht profitabel. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir profitabel werden, dass wir eine gute Zukunft vor uns haben. Aber in dieser jetzigen Debatte um das Leistungsschutzrecht wurde von vielen Verlegern und vielen Printredakteuren betont, man brauche das Leistungsschutzrecht vor allem deshalb, weil man mit Journalismus im Netz ja kein Geld verdienen könne. Gegenargumente, etwa Hinweise auf hochprofitable Nachrichtensites wie Spiegel Online oder wie Standard.at in Österreich, werden dabei bestenfalls als Ausnahmen von einer Regel gelten gelassen. Und sehr oft wird man auch noch in Diskussionen darüber verwickelt, ob diese Bilanzen denn überhaupt stimmen würden, was Unfug ist, sie stimmen. Sie sehen also an diesem Beispiel, selbst wenn ich als Bürger das Leistungsschutzrecht für sinnvoll gehalten hätte, wäre zumindest die Versuchung groß gewesen, es schon allein deshalb abzulehnen, weil im Lauf der Debatte darüber alte Argumentationsstränge von der angeblichen Aussichtslosigkeit des Online-Journalismus propagiert wurden, die meiner eigenen strategischen, beruflichen und journalistischen Agenda schaden könnten, etwa wenn ich das nächste Mal um mehr Stellen kämpfe. Dies nur als ganz persönliches Beispiel, wie schnell sich in der Urheberrechtsdebatte persönliche und politische Agenda gegenseitig beeinflussen. Man könnte vorwerfen und hat mir auch schon vorgeworfen, dass ja über 40% der Leser von Zeit Online jünger als 29 Jahre seien und wir deshalb insgesamt das Leistungsschutzrecht vor allem in den Kommentaren von Kai Biermann eher skeptisch darstellen würden. Dieser Vorwurf lässt mich persönlich ungerührt, denn im Laufe eines Jahres stoßen wir jede nur denkbare Klientel einmal vor den Kopf, wissentlich oder auch unwissentlich, sodass sich das nivelliert. Und Texte zum Urheberrecht oder gar Leistungsschutzrecht sind nicht so reichweiten erfolgreich, dass man so überhaupt kalkulieren würde. Das Thema ist viel zu speziell. Jetzt habe ich über mich gesprochen. Worin könnte Ihre Befangenheit als Politikerinnen, als Politiker bestehen? Vielleicht tue ich Ihnen Unrecht, aber man wird zumindest den Eindruck nicht los, dass die arrivierten Politiker, diejenigen, die bereits über gute, persönliche und oft ja sehr freundschaftliche Netzwerke in die traditionellen Medien verfügen, am wenigsten geeignet sind, beim Urheberrecht progressive Positionen zu vertreten. Es scheinen in allen großen Parteien besonders die Jungen und auch die von den traditionellen Medien weniger Beachteten zu sein, die sich beim Urheberrecht gegen die Interessen der Verlegerverbände stellen und durchaus auch riskieren, Journalistengunst zu verlieren. Oft auch deshalb, weil sie schon längst gelernt haben, dass man auch ohne die traditionellen Medien allein im Netz große Öffentlichkeiten erreichen kann. Es gibt aber noch einen weiteren Punkt in der Debatte ums Urheberrecht, bei dem ich mir sehr, sehr viel mehr Transparenz und Mut wünschen würde. Und zwar den Mut der Politik, das scheinbar noch Unaussprechliche endlich deutlicher auszusprechen, nämlich dass als Folge der Digitalisierung, der Vernetzung im Internet
und nun auch noch der rapide voranschreitenden mobilen Vernetzung via Smartphone ganze Branchen und ganze Berufszweige ersatzlos verschwinden werden. Auch das schärfste und rigideste Urheberrecht würde nicht verhindern können, dass die Verlagslandschaft in den nächsten Jahren weiter aus den Angeln gehoben wird. Wer glaubt, die letzten 10 Jahre seien bereits transformativ und herausfordernd gewesen, sollte sich darauf einstellen, dass mit der jetzt einsetzenden Nutzungsverlagerung ins mobile Netz noch sehr viel dramatischere Entwicklungen, Umsatz- und Auflageneinbußen bevorstehen als in den letzten Jahren. Das Urheberrecht, auch das Allerschärfste, wird das nicht aufhalten können. Und würde Google nicht existieren, ginge es den Verlagen nicht besser. Die Auswirkungen des Internet werden ja sehr oft mit der Einführung des Buchdrucks im 15. Jahrhundert verglichen. Und ich glaube, man kann den Vergleich überstrapazieren. Geschichte wiederholt sich nicht. Aber man kann schon daraus lernen. Und ich glaube, dass uns der Blick auf frühere sogenannte disruptive Erfindungen wie Buchdruck, Eisenbahn und Elektrizität helfen können, unseren heutigen, unseren eigenen, ja insgesamt sehr zaudernden Umgang mit dem Internet besser einordnen, besser verstehen zu können. Was Buchdruck, Eisenbahn und Elektrizität gemeinsam haben, ist, dass ihre Einführung nicht nur das gesamte Wirtschaftsleben ihrer jeweiligen Zeit quer durch alle Branchen zur Neuorganisation gezwungen haben, sondern dass damit auch eine Verschiebung kultureller Normen und Werte einherging. Und am interessantesten bei diesem Blick in die Vergangenheit sind die alten Sichtweisen und Denkarten, die wir uns heute im Rückblick am schwersten vorstellen können, eben gerade weil sie transformiert wurden. Der Versuch, sich in diese alten Sichtweisen noch einmal hineinzuversetzen, kann uns heute im eigenen Tagesgeschäft, meinem und Ihrem, helfen, unsere eigenen Denkschranken und Scheuklappen etwa im Umgang mit dem Urheberrecht zumindest zu erahnen. Beispiel Buchdruck. Für uns ist es heute leicht zu verstehen, weshalb die Einführung des Buchdruckes Voraussetzung für die wissenschaftlichen, künstlerischen, philosophischen Revolutionen der Renaissance waren. Aber in den Zeiten Gutenbergs galten gedruckte Bücher vor allem in der klerikal geprägten Bildungselite zunächst einmal als minderwertiger Schund und das aus ganz plausiblen Gründen. Sie galten als Bedrohung und als Gefahr für die Zukunft der Bildung und des Wissens. Handgeschriebene Bücher galten als seriöser und waren in manchen Bibliotheken Jahrzehnte hinweg das Kriterium, aufgenommen zu werden. Gedruckte Bücher wurden nicht aufgenommen, denn drucken kann ja jeder. Der dramatische Preisverfall, den gedruckte Bücher gegenüber handgeschriebenen Büchern darstellten, wurde eher als Bedrohung des damaligen Wissenschaftsbetriebes angesehen, statt als Bereicherung. Und tatsächlich, das muss man ja auch anerkennen, haben sich alle Ängste vor einer Überflutung der Menschen durch billige Traktate und gesellschaftszersetzende Schriften bewahrheitet. Der politische Diskurs, der theologische Diskurs, der zuerst in die Reformation und später in die Katastrophe, die ganz Europa entvölkernde Katastrophe des Dreißigjährigen Krieges mündete, wäre ohne den Buchdruck nicht möglich gewesen. Die Ängste der damaligen Wissenselite waren also durchaus berechtigt, auch was die damalige gefühlte Überflutung durch gedruckte Schundliteratur, Pornografie und Pamphlete betrifft. Und trotzdem, selbstverständlich, würden wir heute den Buchdruck so wenig missen wollen wie die Renaissance, die Reformation oder die Aufklärung, die durch den Buchdruck entscheidend mit ermöglicht wurde. Empfehlenswertes Buch, die Historikerin Elizabeth Eisenstein beschreibt in ihrem Buch The Printing Revolution in Early Modern Europe sehr anekdotenreich, wie der im späten 15. Jahrhundert bedrohte Berufsstand der Schreiber, meistens in Klöstern, seine Existenz mit immer abstruseren Argumenten zu begründen versuchte und abzusichern versuchte und damit auch einige Zeit Gehör fand. Und das erinnert durchaus an einige heutige Lobbygruppen. Der auch vom amerikanischen Medientheoretiker Clay Shirky oft zitierte Abt von Sponheim schrieb 1492 sogar ein Buch über den erhabenen und durchaus auch im Zeitalter des Buchdrucks immer noch edleren Beruf der Schreiber. Sein Buch mit dem Titel De Laude Scriptorum, zum Lob der Schreiber, ließ er dann aber doch lieber kostengünstig drucken, als es handschriftlich zu vervielfältigen. Auch das, diese Verhaltensweise dürfte Ihnen auch heute noch begegnen. Weder der Abt von Sponheim noch Johannes Gutenberg konnten voraussehen, welche revolutionären Veränderungen der Buchdruck bewirken würde. Und selbst einer der ersten großen Nutznießer des Buchdruckes, Martin Luther, soll etwa im Jahr 1530 gesagt haben, die große Zahl an Büchern sei ein großes Übel. Das allgemeine Schreibfieber, so Luther, kenne kein Halten mehr. Jeder wolle nun ein Autor sein, manche aus schierer Eitelkeit, so Luther, andere um Ruhm zu ernten und wieder andere nur des Geldes wegen. Gutenberg
Sponheim und Luther einte eine Sichtweise auf den Buchdruck, die von der Zeit der Schreiber geprägt war. Gutenberg teilt damit das Schicksal vieler großer Erfinder übrigens, die selbst nie erahnten, was sie da eigentlich erfunden hatten und welche Wirkung es einmal entfalten würde, weil auch er natürlich ein Kind seiner Zeit war. Zweites Beispiel für die geradezu behindernde Hartnäckigkeit einmal erlernter Sichtweisen und für eine Werteverschiebung durch eine neue Technologie ist die Eisenbahn. Es ist heute noch gut nachvollziehbar und plausibel, dass viele Menschen damals Angst vor Unfällen hatten. Es gab ja auch schon sehr schlimme Unfälle in der Frühzeit. Schon früh wurden sehr berechtigte Ängste geäußert, dass Eisenbahner schwere Unfälle erleiden könnten und dass sie auch zur schnelleren Verbreitung von Krankheiten, zu neuen Formen von Kriminalität oder auch zu neuartigen, noch schlimmeren Formen der Kriegsführung beitragen könnten. Alle diese Ängste, inklusive der Rolle der Eisenbahn im Holocaust beispielsweise, haben sich bewahrheitet. Trotzdem möchten wir die Eisenbahn nicht missen, vor allem die Grünen nicht. Die damals größten und populärsten Bedenken gegenüber der Eisenbahn waren damals ganz anderer Art. Und genau diese Bedenken sind für uns heute am wenigsten verständlich und können uns am meisten lehren. Die damals populärsten Bedenken galten nämlich nicht der Unfallgefahr oder der Krankheitsverbreitung, sondern der damals als wirklich dramatisch empfundenen neuen Reisegeschwindigkeit, die die menschliche Wahrnehmungsfähigkeit übersteige. Das Bayerische Obermedizinerkollegium schrieb 1838, die schnelle Bewegung müsse bei den Reisenden unfehlbar eine Gehirnkrankheit erzeugen, weshalb man die damals erst 3 Jahre alte Strecke von Nürnberg nach Fürth mit einem schnellen Bretterzaun einfassen müsse, um die visuellen Reize zu vermindern. Ganz ähnlich äußerte sich ein anderer, sehr kluger, sehr gebildeter Mann, dem wir viel verdanken, nämlich Victor Hugo. Er klagte darüber, dass man aus Zügen, wohlgemerkt, ungefähr 30 bis 35 Stundenkilometer Geschwindigkeit. Er klagte darüber, dass man aus Zügen im Unterschied zu Kutschen die Landschaft nicht mehr sehen könne. Zitat, alles wird Streifen, die Getreidefelder werden zu langen, gelben Strähnen und die Bäume vermischen sich auf eine verrückte Weise mit dem Horizont. Sehr empfehlenswertes Buch dazu, Wolfgang Schiedelbusch, Die Geschichte der Eisenbahnreise. Und wissen Sie, es ist leicht für uns, diese Äußerungen aus früheren Jahrhunderten zu belächeln. Sie sind natürlich auch kurios. Aber wir sollten sie nicht weglächeln, sondern genau hinschauen. Johannes Gutenberg, der Abt von Sponheim und Luther waren intelligente Menschen, wie auch Hugo oder diese bayerischen Mediziner, die den Blick aus einem nur etwa 25 Stundenkilometer schnellen Zug für hirnschädigend hielten. Wenn das aber intelligente Menschen waren, gebildete Menschen für ihre Zeit, denen auch mehrere Jahre der Beschäftigung nicht genügten, um sich an eine neue, disruptive Technologie zu gewöhnen, könnte es dann auch sein, dass unsere heutige Debatte über angebliche Informationsüberflutung, Netzverdummung, Online-Isolation, Kostenloskultur, digitale Demenz oder gar digitalen Kulturverlust nur vergleichbare Übergangsphänomene sind, die spätere Generationen im Rückblick dann auch hoffentlich gnädig betrachten mögen, während sie sich dann mit ganz anderen und vielleicht viel erheblicheren positiven wie negativen Auswirkungen des Internet beschäftigen werden? In jedem Fall sollten wir bei der Diskussion über eine Reform des Urheberrechts für das Netzzeitalter einkalkulieren, einpreisen, wie eine Kompassabweichung, dass unser aller Blick, auch wenn Sie sich vielleicht für Digital Natives halten mögen, dass unser aller Blick von einer ausklingenden Ära geprägt ist und dass deshalb, und nur deshalb, nicht etwa aus Gerechtigkeitsgründen, dass deshalb die großen Profiteure dieser ausklingenden Ära nicht ihre primären Gesprächs- und Denkpartner sein sollten, wenn Sie sich auf die Suche nach einem Urheberrecht für die Zukunft machen. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen viel Glück.